Und im Studio begrüße ich dazu Professor Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Diese Zölle, wem nützen solche Zölle und wem schaden sie? Die Zölle nützen, wenn sie den Erfolg haben, den sie haben sollen, eigentlich dem freien Handel. Weil die Idee der EU ist ja nicht, Zölle zu errichten, sondern dafür zu sorgen, dass die chinesischen Wettbewerbsverzerrungen, die Subventionen, gegen die diese Zölle wirken sollen, dass die wegkommen. Und deshalb auch dieser Ansatz, Ausgleichszölle anzudrohen, aber in Verhandlungen darüber einzutreten. Und das Ziel ist es, die Zölle nicht zu brauchen, weil die Subventionen noch nicht mehr da sind. Aber offenbar glaubt man, man braucht die Zölle. Und wie reagiert die Wirtschaft darauf? Wir haben diese Wettbewerbsverzerrung aus China. Die EU-Kommission hat die festgestellt und hat den Case aufgemacht, dass es hier Subventionen gibt für E-Autos, die in China produziert und nach Europa exportiert werden oder exportiert werden können. Und hat dann als Gegenmaßnahme gesagt, diese Verzerrung müssen wir ausgleichen durch Zölle oder die Verzerrung selber kommt mit weg. Und das betrifft die Wirtschaft natürlich ganz unterschiedlich. Die Autoindustrie selber hat eher Sorge davor, dass es zu Gegenmaßnahmen Chinas kommt, obwohl sie ja eigentlich die Branche ist, die davon profitieren sollte. Und andere Teile der Industrie, die auch den Wettbewerb Chinas, auch die Wettbewerbsverzerrungen aus China mitsehen, die sind hier ja stärker für entsprechende Maßnahmen, die am Ende zu fairen Wettbewerb führen sollen. Bevor wir über Gegenmaßnahmen sprechen, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Maßnahme jetzt. Sie betrifft ja zum Beispiel auch einen großen chinesischen Autohersteller, dessen Namen wir jetzt nicht noch mal nennen müssen, weil wir müssen ja hier keine Werbung machen. Aber dieser Autohersteller macht zum Beispiel bei der Europameisterschaft enorm Werbung auf Stadionbanden und überall. Was sagt man dazu, wenn da so mit zweierlei Maß gemessen wird? Es wird ja nicht mit zweierlei Maß gemessen. Die EU hat sich angeguckt, wie groß sind die jeweiligen Subventionstatbestände. Die hat auch die Daten den Autoherstellern zur Verfügung gestellt, dass die sagen konnten, nein, wir kooperieren und wir legen offen, wir kriegen eigentlich weniger in der Kette an Subventionen, als die EU annimmt. Und deshalb gibt es da auch unterschiedliche Zollsätze, die angedroht worden sind. Und jetzt mit dem Kooperationsangebot kann man halt versuchen, auch das Ganze vom Tisch zu nehmen. Die chinesische Position ist, es gibt überhaupt keine Subventionen. Die bestreiten das rundheraus. Und das macht natürlich die Verhandlungen dann schwierig. Sie haben Gegenmaßnahmen schon selber kurz angesprochen. Ja, meistens ist es ja so, dass solche Aktionen Gegenmaßnahmen provozieren. Welche erwarten Sie? Die Sorge ist, dass es Gegenmaßnahmen gibt, entweder gegen deutsche Exporte nach China, gerade in der Autoindustrie, auch mit angedroht von China, dass es hier zusätzliche Zölle auf hochwertige und hochmotorige Autos mit gibt, also die hohen Premium, die Premiumwagen, die hier gebaut werden und nach China exportiert werden, dass es darauf noch höhere Zölle gibt und das dann zulasten der hiesigen Produktion und der hiesigen Hersteller mitgeht. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass wenn China das von der Handelsebene wegnimmt und eher als etwas allgemein Politisches begreift, dass es dann Spitzen hier, Spitzen da gibt und das Unternehmen schwerer fallen kann oder schwerer gemacht werden kann, in China zu produzieren und Geschäfte zu machen. Was für Erfahrungen hat man denn bisher damit gemacht, mit solchen Strafzöllen, Gegenmaßnahmen und so weiter? Solche Spielereien gab es ja auch mit den USA schon. Ja, gucken wir nach China. China hat immer irgendwie reagiert. Es gibt ein Beispiel, dass Europa versucht hat, den CO2-Emissionshandel auch auf Flüge nach Asien auszuweiten oder internationale Flüge insgesamt. Auch chinesische Fluggesellschaften betroffen gewesen wären. Und plötzlich gab es weniger Bestellungen bei Airbus. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun, aber war ein deutliches Zeichen, nee, das machen wir nicht. Aber das ist natürlich dann auch ein Verhandlungsprozess und ein politischer Kampf, wenn man so will, oder ein wirtschaftlicher, wo dann ein Drohszenario auch aufgemacht wird. Die EU-Kommission argumentiert sehr sauber, das ist keine Bestrafung, sondern wir sind ganz WTO-konform, also nach den Regeln der Welthandelsorganisation gehen wir gegen Wettbewerbsverzerrungen vor. So, und darüber muss man jetzt reden und gucken, was dabei rauskommt. Wir können ja nochmal auf die wirklich betroffenen Firmen jetzt in China schauen. Wie ist denn das? Da sind ja auch deutsche Firmen betroffen, die in China bauen. Wenn die Autos aus China, aus chinesischer Produktion nach Deutschland bringen, müssen sie dann auch Strafzölle zahlen oder sind die ausgenommen? Ja, es gibt nach Hersteller, je nachdem, was die in der Kette mit haben, unterschiedliche
Zölle, ich würde auch nicht von Strafzöllen sprechen. Es ist ja keine Strafe für irgendwie politisches Fehlverhalten, sondern es ist ein Ausgleich, das probiert die Kommission klarzumachen, ein Ausgleich für die Wettbewerbsnachteile, die Wettbewerbsverzerrungen, die bisher geschaffen wurden. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlichen Dank für diese Analysen, für dieses Gespräch. Gerne.